Wenn du wüsstest, wie du sie mit dem richtigen Busensetting heiß machen kannst, würdest du es viel öfter anwenden. Und hier kriegst du jetzt drei Dinge, die dir unbedingt helfen, das richtig zu tun. So, und zwar die meisten Männer machen entweder sofort sozusagen auf die Vollen, gehen sofort auf die Vollen, oder sie lassen den Busen komplett aus oder ignorieren ihn oder tun so, als wäre da gar nichts Besonderes, ja, weil sie natürlich auch die Rückmeldung erhalten haben oder viele Frauen wollen dann nach einer gewissen Zeit da auch nicht mehr berührt werden. Ja, oder sagen dann, oh, das ist zu intensiv oder zu doll oder jetzt, ich habe Kinder, ich muss stillen, bla bla bla. So, und das ist ja auch jetzt beim Stillen, ne, ganz normal, dass sie da anderweitig ja, gebunden ist. So, also, auf was darfst du jetzt hier also achten? So, und der erste Punkt ist irgendwie total naheliegend, aber ich muss dir natürlich jetzt deutlich ausführen. Es geht darum, hier ist ihr Herz und ihre Busen sind sozusagen unmittelbar mit ihrem Herzen verbunden, ja auch räumlich, also du siehst es ja. Das heißt, sie kann sich nur für dieses Busen berühren, öffnen, wenn ihr Herz offen ist. Ja? Was heißt das denn? Das heißt, es geht um Nähe, um Kontakt, also wie stellst du denn Kontakt her? Ja, über Augen. Also schau ihr, bevor du sie berührst, schau ihr in die Augen und hole sozusagen ihr Okay ein oder spüre rein, ob sie denn offen ist dafür. Und dann mach eben nicht so, sondern wie, sage ich dir ja gleich. Und Kontakt stellst du auch über die, also Augen habe ich schon gesagt, aber über die Sprache her. Ja, wie öffnest du sozusagen ihr Herz? Wenn du das jetzt hier nicht weißt oder dir das hier nicht reicht, dann schau bitte dir meine Arbeit an. Punkt Nummer zwei, und das ist vielleicht auch so nochmal so ein Geheimnis, die Intensität der Berührung ist, wenn du es, ich zeige dir das mal eben, ganz sanft machst und ganz langsam, genauso erregend und heiß, wie wenn du es ganz doll machst. Und ich zeige jetzt hier mal so die Nippelklemmer, Berührung, ja? Also was will ich dir damit sagen? Du darfst das ganze Setting an Berührungen ausprobieren und schauen, wie sie reagiert. Und ja, sie reagiert A, bei jedem Mal anders. Also nur weil sie einmal das heiß findet, wenn du da super doll drückst, heißt es nicht, dass sie das beim nächsten Mal genauso heiß findet, sondern es kommt halt auf die gesamte Situation an und auch darauf, wie heiß sie ist und das, was vorher passiert ist. So, das heißt, du kannst wirklich die ganzen Variationen von ganz langsam und ganz sanft bis ganz heftig und ganz doll ausprobieren. Und zwar nicht schnell nacheinander, wie so ein, ich sag jetzt mal, was weiß ich, wie so ein Schießgeballer so ungefähr, sondern eben, du probierst es aus, was fühlt sich gerade gut an. Und natürlich fängst du langsam an, ist ja wohl logisch. So, und am Punkt 3 sage ich dir jetzt sozusagen, wie das Setting aussieht. Also, ja, dieser Griff, habe ich ja gerade schon gesagt, den kannst du ab und zu mal machen, aber dann nur kurz andeuten und dann wieder was anderes machen. Oder das kannst du nutzen, wenn sie sozusagen schon super hot ist. Aber in der Regel machst du ja die Berührungen von außen nach innen, ja? Das heißt, du gehst erstmal drumherum und lässt eben die Nippel, weil die sind ja so mega empfindsam. Die lässt du natürlich aus, ja. Das heißt, du gehst von außen nach innen. Du kannst, wie ich zeige jetzt einige Berührungen, streichen oder ne, dieses machen. Oh, und dann die Nippel, wie gesagt, auslassen und dich dann langsam vorarbeiten. Und dann eben auch, immer wenn du merkst, ja, sie will, dass du sie berührst, dann wieder abbrechen und wieder von vorne anfangen. Also wieder von außen. So, und natürlich kommt es eben darauf an, wie erregt sie auch sonst ist und wie nahe ihr euch seid und so weiter. Und wenn du da diese Herzensnähe immer wieder aufs Neue herstellst, dann wird es umso intensiver und ja, es kann auch ja zu einem Brustorgasmus führen. So, ist ja logisch. Das ist ja die Kunst daran, aber das ist vielleicht ein anderes Video wert. Insofern nutze das. Du kannst es in jedem Liebesspiel anwenden und du kannst auch noch ein anderer Geheimtipp, welches jetzt hier am Ende, wenn du jetzt hier noch so lange dabei bist,
Wenn die Frau das grundsätzlich mag, kannst du auch, wenn sie oben liegt, zum Beispiel, einfach immer sie berühren. Ja. Ich wünsche dir ein wundervolles Sexleben. Schau dich mal um auf meinem Kanal. Abonnier das Ding, teil das Ding und kontaktiere mich gerne.